150 Königinnen kommen heute hier in den Erlebnisbauernhof der Halle 3.2. Zwei davon haben wir vor uns, eine Witzenhäuser-Kirschenkönigin und eine Prinzessin. Was macht denn eine Kirschenkönigin? Als Kirschenkönigin ist man Repräsentantin unseres Ortes, also der Kleinstadt Witzenhausen. Und mit über 150.000 Kirschenbäumen rund um Witzenhausen vertreten wir unsere Stadt in ganz Deutschland. Eine Nudelkönigin steht vor uns. Wie ist Ihr genauer Titel? Ich bin die dritte deutsche Nudelkönigin, Tina die Erste. Ich bin aus Steuden, das ist Sickerdick bei Halle. Vor uns steht eine leibhaftige Majestät. Für was stehen Sie? Ich bin der Möhrenkönig von Halbad Heiligenstadt. Wie wird man denn Möhrenkönig? Das ist eine Art Berufung. Und hier oben bitte, sehr schön. Jetzt zu mir. Ich sehe hier. Schön. Okay, einmal.